Hi und willkommen zu einem neuen Video. Wir wagen uns heute mal in ein BG. Und zwar gehen wir jetzt ein Schlachtfeld mit meinem Hexer wieder mal. Der hat jetzt Item Level 912 schon. Und ich dachte mir, wir wagen uns heute mal in die Schlacht und gehen ein BG. Und ja, auf jeden Fall möchten wir natürlich hier mal gewinnen. Und was gibt es nicht? Es gibt ja nichts Besseres als die Schlacht um Gilneas. Ne, also Spaß beiseite, ich finde dieses Battleground wirklich ganz cool. Das ist nämlich schlicht und einfach gehalten und kam auch in Cataclysm, glaube ich, dazu. Und ja, wir werden jetzt einfach mal schauen, dass wir hier gewinnen. Ich setze jetzt gleich mal das dämonische Portal hier rüber und verwende es auch gleich mal am besten. Und wir beginnen mal, die alle zuzudotten. Und hier kommt auch schon ein Decay zu mir, was nicht so gut ist. Denn Decays sind sehr stark, das weiß jeder. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Wir kiten den mal so rüber, wenn das möglich ist. So. Einfach mal Cooldowns ziehen, würde ich sagen. Und ihn vieren wäre ganz wichtig. Und ganz cool ist auch jetzt, dass der Hexer wieder stärker geworden ist. Also ich merke deutlich, dass der gebufft worden ist, der Zerstörungshexenmeister. Der war nämlich jetzt noch nicht so gut. Und zack, sollte er down sein, ja. Seht hier dieses Add-on Owned, das ist Mike Scrolling Battletext. Ich muss jetzt hier ein bisschen aufpassen, denn ich habe nicht mehr so viel Leben und wir müssen schauen, wie wir das am besten machen. Ich sauge einfach mal ein bisschen Leben hier. Wir bleiben einfach mal im Wasser, würde ich sagen. So ganz unauffällig, vielleicht können wir hier, ja, hier können wir eh casten und können den einen oder anderen vielleicht sogar umbringen. Wir sollten halt auf die Heiler gehen und die Heiler stehen halt hier drüben. Hier, das ist wahrscheinlich ein Heiler, der Mönch. Gehen wir mal auf den Mönch. Ja, ist ein Heiler. So, nice. Ja, zu weit rein traue ich mich jetzt nicht. Aber wir machen es einfach mal. Vielleicht geht der Mönch dann mal down. Müssen wir auf jeden Fall schauen. Der rennt zu weit weg und ich habe Angst vor Demon Hunter. Demon Hunter ist eine Klasse, die ist schon ziemlich stark. Aber solange wir weiterhin hier Druck auf den Heiler mal machen, so, verringern wir mal seine Gesundheit. Das ist übrigens auch sau cool, wenn man mal die Gesundheit vom Heiler eben schnell mal verringert. Das ist Fähigkeit vom Hexenmeister, das ist ganz cool. Übrigens, ich bin Stufe 1 jetzt, weil ich bin am Prestige abgekommen, wenn man das so sagen kann. Und jetzt bin ich endlich Prestige. Stufe 3 ist auf jeden Fall eine nice Sache, erlebt man nicht jede Tage, nicht alle Tage. Und ja, komm schon, stirb mal. Ah, jetzt haben wir den schon so knapp runter bekommen. Ich dot die mal zu mit Feuerbrand, alle. Dauert wieder eine halbe Ewigkeit. Hier den Schamanen könnten wir vielleicht killen. Den Schamanen, den könnten wir wirklich rausnehmen hier drüben, weil der heilt ja auch ein bisschen passiv mit, schätze ich mal. Oder wenn das nicht sogar ein Heiler ist. Und von daher schießen wir den mal weg, go. Ja, perfekt, haben wir den Schamanen gleich mal. Hier switchen wir am besten gleich mal zum Krieger. Krieger zündet jetzt seine Cooldowns, das heißt, der ist jetzt aber auch down. Und Verwandlung geht schon mal raus vom Magier, das ist ein Arkan-Magier, den holen wir uns jetzt auch noch. Das sollte sich noch ausgehen. Hier kommt jetzt alles wieder ein bisschen mehr in Schwung rein. Aber wir tappen das schon ganz gut, wenn wir jetzt schlau sind. Dann können wir den Magier auch noch rausnehmen hier drüben. Der wird zwar gegengeheilt, ist aber im Eisblock, das habe ich jetzt ganz übersehen. Der Demon Hunter ist hier auch noch am Start. Ich zünde jetzt mal Cooldown so ein bisschen. Und ich würde sagen, wir fokussen mal ein bisschen den Demon Hunter. Ja, geht hier ab. Einer hat schon versucht zu tappen. Und jetzt versuche ich das dann auch gleich. Aber vorher ist irgendwo der Mage. Naja, okay, das geht schon. Jetzt werden wir einnehmen. Perfekt, wir haben es eingenommen. Ist auf jeden Fall ein schöner Zerg gewesen. Muss man schon mal so lassen. Und den Decay, den kriegen wir jetzt auch noch schnell. Und dann ist da mal clear, würde ich sagen. Nice. Ja, nice. Okay, jetzt müssen wir schauen, dass wir hier deffen. Ich setze hier einen Seelenbrunnen hin, falls keiner mehr. Okay, da hat jemand dasselbe gedacht wie ich. So, okay, gut. Ich würde sagen, wir deffen hier ein bisschen. Wir bräuchten den Hunter da schon, den Parler auch. Also ich schau mal, wie sieht es hier drüben aus. Okay, Mine gehört nach wie vor uns. Wir haben jetzt quasi dann gleich einen Posten mehr als sie. Und das ist halt, kommt uns halt zugute, wir bekommen die Punkte und normal fliegt man als Demon Hunter nicht in die Luft. Das macht man nicht, wenn Ranged DDs hier anwesend sind, glaube ich halt mal, aber ja. So, Horde, wir bekommen sehr viel dazu. Vor allem ist es auch cool, die anderen haben ja wirklich erst einen Punkt, jetzt zwei Punkte, also das ist ganz cool.
Jetzt hoffe ich nur mal, dass die Mine auch gedefft wird, weil hier sind sehr viele Leute. Und mal sehen, mal sehen, mal sehen. So. Also ich würde sagen, ich hau mich da mal woanders hin. Weil ich ja jetzt aufnehmen möchte, ich jetzt nicht unbedingt deffen, ist halt dann immer blöd. Wenn man aufnimmt, dann defft man nicht. Aber hier steht schon Mine und hier gehen schon zwei mit mir rüber. Also das heißt, es werden die Inks schön angesagt. Wir müssen die Mine jetzt wieder zurückholen, wäre ja sonst wirklich blöd. Wir müssen zuerst aber auch mal schauen, wo der Heiler ist. Ich schätze mal, der Schamane ist ein Heiler. Ja, okay, ich bin gesperrt worden, das ist nicht gut. Müssen wir mal rausnehmen. Switchen wir mal. Ah, wer greift mich jetzt an? Okay, Ding. Nur so ein Pet. Ah, das ist gerade richtig ätzend hier, weil ich denke mal, ich sterbe sonst gleich. Ich würde sagen, ich verziehe mich mal ein bisschen. Jetzt geht der Ding auf mich los, der Dingsbums. Wir stillen den mal ein bisschen, den Decay meine ich natürlich nicht, den Dings. So, und jetzt geben wir halt mal kurz ein bisschen Druck, sofern es geht. Ich werde unterbrochen. Vielleicht ziehe ich mich mal hier rein. Hier habe ich dann den Sprint oder so. Ja. Zack, und jetzt schauen wir mal, dass wir da noch. Okay. Stunnen wir die noch. Sind tot. Ja, Freunde, jetzt hat die Allianz auf einmal zwei Posten. Wir haben das nicht gut gemacht. Man sieht, wir haben am Anfang recht schön uns den Punkt drüben erspielt. Das Problem ist halt nur an der ganzen Sache, dass uns das halt nicht viel bringt, wenn die Gegner bei uns einnehmen. Und das haben wir halt eigentlich nicht gut gemanagt. Aber ich hoffe jetzt mal, dass wir das gut machen. Wir haben ja hier noch unseren Vorsprung, mit dem wir arbeiten können. Und deswegen schauen wir mal, dass wir den Heiler ins Target bekommen. Hier ist der Heiler, auf den sollte halt auch jeder gehen. Wenn das jetzt nicht der Fall ist, dann ist das ein bisschen blöd. Auf mich geht ja jetzt schon wieder der Decay, also muss ich schauen, was ich mache. So. Wo ist der Heiler? Ich kriege ihn nicht ins Target. So. Nice. So, dem gehen wir mal. Ah, das ist nervig, dieser Decay. Schauen wir halt, sonst gehen wir auf den Decay, weil ich kann da nichts machen, ich werde da sterben. So oder so nämlich, weil Decay einfach so viel stärker ist, finde ich. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin nicht so gut im PvP und deswegen hat mich so ein Decay schnell mal. So, einfach mal Blut saugen, Seelenstein nehmen, bisschen zurückziehen, würde ich sagen, versuchen, was man so machen kann. Ja, und tot. Ja, so ihr seht. Kaum eine Chance gegen den Decay. So, also wenn die uns jetzt weiterhin so zergen, dann wird es ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, ob ich mich hier weiterhin verarschen lassen soll. Ich gebe mich, glaube ich, hier nicht mehr ab. Ich renne jetzt rüber und schaue, was man mal drüben so tappen kann, weil das ist ja ein Witz hier. Also bringt sich, glaube ich, nicht viel. Also schauen wir mal. Was haben wir da? Okay, Leuchtturm. Okay, ja, also ich würde mal sagen, wie schaut es hier aus? Ja, hier haben wir getappt, sehr gut, weil jetzt haben sie denselben Fehler wie wir gemacht. Jetzt haben sie sich da drüben ein bisschen zu versteift auf diesen Punkt. Und das kommt ihnen jetzt nicht zugute, denn soweit ich sehe, ja, haben wir jetzt zwei Punkte. Also gleich steht da zwei und nicht mehr eins bei uns. Und ja, haben sie sich selber zuzuschreiben auf jeden Fall. Und wir schauen jetzt mal, dass wir mal anständig deffen, denn jetzt haben wir wieder die Überhand, schätze ich mal, hier drüben, ja auch. Also wenn jetzt mal alles halbwegs gut verläuft, dann können wir da noch locker gewinnen. Ich hoffe halt einfach mal, dass wir nicht denselben Fehler wie vorhin gemacht haben. Es ist ja bis jetzt ein spannendes BG, muss man schon sagen, aber es war auch jetzt nicht immer sehr einfach. Also ich habe da auch immer so jetzt meine kleinen Probleme gehabt. Und ja, meine kleinen Fails. So, okay. Ich bin der Meinung, wir könnten dem Paladin eventuell, oder kommt hier ein Heiler, weil das wäre ganz cool. Die Heiler sind so distanziert von uns. Ich gebe mal dem Paler einen Seelenstein, damit der sich dann wiederbeleben kann. Falls da irgendwas schief läuft. Aber man sieht, wir haben jetzt zwei Punkte. Ich renne jetzt mal rüber. Wir können das Portal erst in 5 Sekunden nutzen hier. Also jetzt 2-1 und deswegen machen wir das später und schauen mal, dass wir hier eventuell diesen Mage abfangen. Ich weiß ja eh ganz genau, was er vorhat. Hauen wir mal die Portale auf ihn rauf. So. Weil den können wir jetzt hier noch einfach abfangen. Später wird es dann schwer, wenn er geheilt wird. Okay, er hat schon Eisblock gezündet. Das habe ich jetzt im Wasser nicht sehr erkennen können. Aber ich cast einfach schon mal, wenn er sich nicht vor mich blinzelt. Okay, ging sich jetzt nicht ganz aus, aber Wayne. Wir schauen einfach, dass. Okay, er hat sich unsichtbar gemacht, wenn ich das richtig sehe.
Okay, Druck war da auf jeden Fall schon mal genug da und da ist auch wieder der Decay, der mich auch umgebracht hat. Auf jeden Fall ärgerlich, aber was soll man machen? Den holen wir uns dafür jetzt. Die Sache hat sich ja. Der Demon Hunter ist auch am Start, der sich, glaube ich, vorhin in die Luft geschwenkt hat, wenn das der war, ich denke mal schon. Aber Demon Hunter sind auch einfach so stark und der versucht hier zu tappen, um Gottes Willen, und ich habe das nicht mal gesehen. Aber ja, jetzt wird er mal sterben, weil den haben wir vorher auch nicht erwischt. Der hat sich dann unsichtbar gemacht. Den haben wir quasi einfach übersehen. Aber Freunde, soll so sein. Soll so sein. So, dann schauen wir mal hier rüber. Ja, uns gehören noch immer zwei Posten. Das heißt, sie, also die Allianz, die hat auf jeden Fall Potenzial, was ich da so sehe. Aber sie machen halt denselben Fehler wie wir. Und in dem Fall, ja, kommt es ihnen nicht so gut. Ich habe hier ja auch den Recount. Das habe ich jetzt gar nicht im Sinn gehabt. Den BG habe ich den normal nicht drinnen. Aber da ich ja vorhin ein bisschen PvP so gemacht habe, also PvE meinte ich. Ja, okay, das hat hier keinen Sinn. Da renne ich mal weg. Hier ist der Decay, der mich wieder angreift und hoffentlich, ja, okay, er lässt mich zum Glück in Ruhe. Und das hat nämlich keinen Sinn, hier weiterzumachen. Die werden das hier recht gut deffen, was auch logisch ist. Aber eventuell, wenn wir jetzt zu viert sind, ich bin mir nicht ganz sicher, was ist das? Das ist dieses Pad. Wenn wir zu viert sind, bin ich schon der Meinung, wir könnten das schaffen. Es kommt halt darauf an, wer wen fokust. Wenn mich jetzt keiner fokust, dann könnte ich hier mal den einen oder anderen hier betäuben mal. Ja, jetzt kommt schon der Decay und eben John ist es halt quasi verhaut. Und auch seine Magiehülle da nervt, aber wir schauen halt mal, dass wir ihn uns irgendwie holen. Eventuell können wir das schaffen, ich weiß nicht, ich denke nicht. Aber man kann es ja mal probieren. So. Muss ich mich mal schnell hochheilen. Das ist immer ganz gut, das Lebens entziehen, das Blutsaugen ist einfach perfekt. Kann man sich schon mal so ein bisschen hochheilen. Jetzt wird er wieder zu mir kommen, schätze ich mal. Dann werden wir uns mal irgendwie ins Haus noch begeben oder in die Richtung kommen. Naja, wieder gesperrt. Ist halt blöd, kann halt passieren. So, jetzt nehmen wir noch einen Seelenstein. Schauen wir, vielleicht können wir ihn stunnen. Ja, perfekt, wir können ihn stunnen. Und go, 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 nochmal stunnen am besten. Ah, komm schon, komm schon. Und jetzt hat er wieder seine Schutzhülle am Start. Also man sieht, ich probiere eh, ich mache eh mein Bestes, aber es hat halt einfach keinen Sinn, ihn zu besiegen. Ist halt einfach nur schwer. Ich denke mal, auch wenn man seine maximale Power hier rausholt, sieht man halt einfach, dass so ein Tank, glaube ich, war das, oder generell halt ein Decay ist halt einfach zu stark. Ich weiß nicht, wie ich ihn besiegen könnte. Ihr könnt mir ja mal Tipps geben. Ich bin mit Tipps immer sehr zufrieden. Also ich nehme gerne Tipps an und jetzt haben sie 2 Punkte. Das heißt, wir müssen uns jetzt einfach wieder ein bisschen zurücksetzen. Wir dürfen jetzt nicht so aggressiv da spielen. Das war doch ein kleiner Fehler, aber wir schauen einfach mal jetzt, wo wir wieder einnehmen können. Ich denke mal, Leuchtturm wäre eine Möglichkeit. Ich hoffe, der rennt mir jetzt nicht. Doch, der geht auf mich. Jetzt ist egal. Machen wir halt mal einen kleinen Kampf hier draus. Okay, er geht gar nicht auf mich. Bin jetzt überrascht. Ich dachte, der holt mich jetzt. Okay. Gut, dass der hier rüberläuft, weil dann können wir uns eigentlich schon auf den Weg machen. Und zwar werden wir uns nach drüben begeben und werden einfach mal schauen, dass wir hier drüben den Leuchtturm einnehmen. Und hier ist wieder ein Decay. Und was ist hier? Oh, ein Krieger. Ja, und beide müssen mich natürlich angreifen. Ja, da habe ich keine Chance. Ein Schamane kommt jetzt auch noch dazu. Ich kann jetzt eigentlich das komplett vergessen. Aber ja, ich kann noch meinen Seelenstein, also Seelenstein sage ich schon, meinen Gesundheitsstein kann ich auch noch mal einsetzen. Eventuell so, ich könnte ihn noch stunnen, aber der hat seine Cooldowns und der Schamane kann mich auch noch mal unterbrechen und ist ja auch auf mir oben, von daher denke ich mal nicht, dass wir das noch schaffen hier. Können ihn noch mal, ja, es hat keinen Sinn, ich sagte ja, der Schamane kann mich auch noch mal stunnen. Aber nach wie vor ist es ein Match, was wir, schätze ich mal, gewinnen, denn wir haben hier noch diesen Vorsprung, jetzt steht es wieder 1 zu 1. Wir brauchen halt jetzt wirklich nicht mehr so viele Vorräte, also schauen wir uns das einfach mal an. Man sieht halt, ich bin kein guter PvP-Spieler, das weiß ich und dazu stehe ich auch. Und ja, ich gebe halt immer mein Bestes, ich bemühe mich, den kriegen wir noch, ja, perfekt. Hier den Magier auch noch, was ist hier? Hier ist ein Demon Hunter. Der ist auf unserem Heiler hier oben. Das gefällt mir nicht.
einfach mal wegstunnen. Den kriegen wir, schätze ich, auch noch schnell. Hier drüben ist auch, ja, wir haben genug Verstärkung auf jeden Fall. Also es geht sich aus, dass der stirbt. Und ja, ich denke halt generell, dass dieses Match gewonnen ist. Hier ist dieser blöde Decay. Jetzt könnten wir es ihm mal heimzahlen. Nämlich jetzt, wo er neben uns ist und wir in der Überzahl sind. Und nicht er mit seinen Kumpels oder generell. Ja. Stunnen wir den halt mal hier so ein bisschen. So, nice. Gut, dann ist der auch down hier. Hard Switch einfach mal auf den Demon Hunter. Am besten weg hier. Wenn der Augenstrahl macht, der muss sich ja nur umdrehen. Und macht ja wieder extrem viel Schaden. Wir haben wieder zwei. Ja, wir haben wieder zwei Basen. Das heißt, es ist eigentlich gewonnen, das Spiel. Hier geht der Mage noch auf unseren Heiler. Also schauen wir, dass wir den Mage noch ein bisschen fokussen, aber wir haben schon gewonnen. Ich habe 6 Kills und 4 Tode, also nicht unbedingt der beste Highscore, den man so in einem BG machen kann. Aber ihr sollt wissen, ich bin jetzt nicht so ein Profi-PvP-Spieler. Wir können noch hinschauen. Hier ehrenhafte Siege. Ja, verteidigte Basen. Ja. Ja, und dann würde ich sagen, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, sowas gefällt euch, so ein BG hin und wieder mal. Ich dachte einfach mal wieder, ich nehme wieder ein bisschen auf, weil ich gerade Bock hatte und ich war so motiviert, weil ich gerade Prestige Level 3 erreicht habe vorhin. Und ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch eine schöne Woche. Haut rein, auf Wiederschauen.